Servus, ich bin der Josef. Hallo, ich bin der Michael. Wir stehen heute im Raps. Erste Novemberwoche und wir könnten ein bisschen darüber reden, was du im Raps heute alles gemacht hast, was für dich wichtig ist. Also Rapsaussaat haben wir bei uns gehabt zwischen 28. und 30. August. Das ist ortsüblich, oder? Das ist ortsüblich, genau. Die Bodenverhältnisse waren relativ trocken dieses Jahr, auch vor der Aussaat. Also wir haben das Problem gehabt, dass wir eigentlich allein mit Bodenbearbeitung über das Ausfallgetreide, bei uns steht ja Weizen vor dem Raps, dass wir über das Ausfallgetreide gar nicht hergeworden sind, allein mit Bodenbearbeitung. Deswegen haben wir uns ein bisschen mehr konzentrieren müssen auf die Herbizidbehandlungen. Wir haben also den Raps einmal im Vorauflauf behandelt, Herbizidbehandlung. Dann haben wir zwei Herbizidbehandlungen im Nachauflauf gebraucht. Die zweite Nachauflaufbehandlung war eigentlich alleine fürs Ausfallgetreide gedacht. Da haben wir trotzdem da ein bisschen ein Problem gehabt haben damit. Der ist aber jetzt sauber, also wir sind über das ganze Ausfallgetreide hergeworden. Der schaut auch relativ sauber aus. Anschließend haben wir dann noch eine Fungizidbehandlung gemacht. Also Wachstumsregler wahrscheinlich? Wachstumsregler, Fungizid und haben auch noch Insektizid mitgenommen. Was war da heuer das Thema? Kohlfliege war heuer ein großes Thema. Durch eben diese warme Witterung im Oktober. Sieben ab und zu an Verbräunung unten am Wurzelhals. Magst du irgendwie Organic oder magst du mit Blattdüngern irgendwas? Ja, wir haben also Spurenährstoffe haben wir noch mitgenommen gehabt bei der letzten Behandlung. Molybdän, Bohr, ja. Das Übliche. Kein rotes Gebiet, das heißt, du kannst Dünger zur Saat geben, du kannst damit Gerresten, Gülle arbeiten. Genau, wir haben also auch zur Saat einen Teil der Düngemenge in der Oberfläche als Gerrestsubstrat mit eingegeben und den Rest bei der Aussaat, wir haben mit der Horschfokus gesät, auf 25 cm ein Düngerdepot eingelegt mit einem Phosphat- und einem Stickstoffdünger. Ja, das ist genau da, wo jetzt Wurzel oder Pfahlwurzelende ist. Wir wollten damit einfach erreichen, dass die Wurzel so schnell es geht, eben diese 25 bis 30 cm einfach erreicht. Da haben wir nächstes Jahr, falls wieder ein trockenes Frühjahr kommt, wie wir es heuer gehabt haben, dass wir einfach schon mit der Fallwurzel auf diese 30 cm definitiv drin sind, macht die Pflanze viel stabiler und Ertragspotenzial ist damit abgesichert. Das angesprochene Phosphor, Ammonium, natürlich ein Riesenvorteil, dass ich mit den zwei Nährstoffen die Wurzel locken kann. Das heißt, die wachsen aktiv zur Konzentration hin. Wenn ich da unten meinen Dünger platziere, vor allem in einem Bereich, in der eher mal Feuchtigkeit ist, wenn die obere Schicht austrocknet, ist unten immer noch der Nährstoff verfügbar. Ich ziehe die Wurzel wie ein Magnet nach unten und schiebe eben die erste Entwicklung an. Das heißt, das war es soweit von der Bestandsausführung im Herbst. Ich meine, der Raps hat 100 Vegetationstage im Herbst, den wir nicht vergessen. Da passiert relativ viel. Dafür ist er nächstes Jahr dann schnell vorbei. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr, oder? Genau, wir schauen uns den Raps dann nächstes Jahr im Frühjahr nochmal an, wenn also die Vegetation wieder beginnt. Und bis dahin, schöne Zeit. Servus.